1525 hielt der große Maler Bernardino Luini Einzug im Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, das heißt Wallfahrtskirche der seligen Jungfrau Maria der Wunder in Saronno. Als fähiger, gewandter Erzähler wurde ihm die Gestaltung der weitläufigen Flächen anvertraut. Gaudenzio Ferrari übernahm die Aufsicht. Es sollte eine große marianische Kapelle nach dem Vorbild der Sacri Monti werden. Bernardino Luini arbeitete in dieser Kapelle bis zu seinem Todesjahr 1531. Thematisch beschäftigt er sich mit heiligen Figuren, Evangelisten, Kirchenvätern der universellen Kirche, Sibyllen, Engeln und allegorischen Figuren. Seine Darstellungen zeigen einen persönlichen, unverwechselbaren Stil, in dem die anspruchsvoll neuen Erfahrungen aus der Malerei seiner Zeit einfließen. Es ist sein Verdienst, dass die alte Maltradition der Lombardei zu einer neuen, eindrucksvollen und eigenartigen Blüte kommt. Der Künstler zeichnet sich durch eine ruhige, ernste Ausdrucksweise, eine abgewogene und klare Strichführung aus. Er malt mit tiefen, gedämpften Grau- und Silbertönen. In dieser klassischen Zeit war man in der Malerei bemüht, den lombardischen Dekorativismus des 15. Jahrhunderts zu überwinden. So begegnen wir unseren Maler in Saronno, wo er einen menschlichen Pantheon schafft, würdevoll, mit hohem Bewusstsein und moralischer Kraft. Ihm wurde die Aufgabe anvertraut, Werte von einer solchen Schönheit auszudrücken, dass sie uns auch heute noch jenseits von Zeit und Raum gültig erscheinen. Der erste lyrische Humanist in der Malerei.
Er beobachtete seine Umgebung, die Menschen und ihr Leben, um dies alles in seine Werke mit einzubeziehen. Diese Vorgehensweise kennzeichnet den Mythos seiner Malerei. Streitgespräch Jesu mit den Schriftgelehrten. Hochzeit der Jungfrau Maria. Darbringung Jesu im Tempel. Die Anbetung der Könige. Die Sibyllen befinden sich über den großen Fresken. Monochrome Tugenden. Evangelisten und Kirchenväter der universellen Kirche. Heilige und Engel vervollständigen die figurative Dekoration der Marianischen Kapelle. Nicht zu vergessen die liebevolle Nativita, die Geburt Jesu im Kreuzgang. All diese Bilder Luinis zeigen uns, wie man die Kunst als verborgene Alternative zur wirklichen oder möglichen Realität aller Zeiten begreifen kann.